Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Dark Souls. Ja, beim letzten Mal haben wir es endlich bis zu diesem Leuchtfeuer geschafft und haben da unten den Schmied gefunden, der uns ein bisschen... Warum habe ich jetzt einen weiteren Flakon? Ist das zufällig? Keine Ahnung. Der uns so ein bisschen, ja, unsere Sachen verstärkt hat. Und bevor ich anfange, möchte ich nur mal ganz kurz eine Sache ausprobieren. Und zwar, Moment, dazu probiere ich mal kurz was. Wurde mir gesagt, dass das Gewicht auch davon abhängt, was ich hier noch mit als Zweitwaffe quasi ausgewählt habe. Und das will ich jetzt mal ganz kurz überprüfen, indem ich hier einfach mal möglichst viele schlechte Sachen anlege. Tatsache. Wie bescheuert ist das denn? Das ist ja... Das ist wirklich ein bisschen... Das muss ich sagen, ist ein bisschen kacke. Ich meine, der Rest vom Inventar spielt keine Rolle, aber das spielt auf einmal eine Rolle. Na gut. Generell wollte ich mal gucken, ob ich eventuell mir wieder einen kleinen flinkeren Typen mache, weil ja die Rolle, wie ihr gerade gesehen habt und wie ich auch ja, wie mir nochmal gesagt wurde, ja auch vom Gewicht abhängt. Das heißt, ich wollte mal gucken, was passiert, wenn ich ein bisschen eine leichtere Ausrüstung anlege. Zum Beispiel der Ritterschild. Der ist ja mit Gewicht 5,5 relativ schwer. Das hier hat 3,5 schon nur noch. Und das Holzschild hat sogar nur 1,5. Gut, das Holzschild ist auch wesentlich schwächer, muss man sagen. Das Hüllenschild ist schon da deutlich besser. Ich guck mal. Bringt das schon irgendwie was anderes? Also, wenn ich... Jetzt gucke ich nochmal ganz kurz. Der Helm hatte 3 und meine Kapuze hatte 1,4. Ich guck bloß mal kurz. Bin ich jetzt noch flinker auf dem Bein? Es gibt ja bestimmt ein Maximum. Ey, jetzt rolle ich auf jeden Fall sehr schnell durch die Gegend. Und wenn ich jetzt noch den Holzschild anlege, macht das noch mehr? Ich glaube irgendwann... Oh doch, das war eine sehr gute Rolle. Ich glaube fast... Dann werde ich erstmal ganz kurz die flinken Sachen wieder anlegen. Das macht ja doch einen deutlichen Unterschied teilweise. Denn das soll auch wichtig sein bei dem Ausweichen. Die Frage ist halt jetzt bloß, wie viel mein Holzschild blockt. Ich weiß natürlich, dass je besser der Schild ist, desto weniger geht auch durch den Schild. Aber das werden wir dann sicher gleich herausfinden. So, gut, ich denke, ich werde aber erstmal oben den Typen probieren. Denn ich glaube, wie gesagt, habe ich ja in der letzten Folge angesprochen, der ist ein bisschen, dass der eher der Typ ist, den man jetzt besiegen soll. Deswegen würde ich gerne erstmal den probieren, bevor ich den anderen da unten probiere. Ja, das ist ja gleich kein Unterschied mehr beim Rollen. Gut, dann muss ich mal gucken. Ich muss erstmal gucken, ob die komischen Mega-Ritter auch wieder... Also, was heißt Mega-Ritter? Die etwas stärkeren Ritter auch wieder da sind. Weil... ich glaube schon, aber dann müsste ich nämlich noch ein paar Vorbereitungen treffen, bevor ich mir dem Dicken schnappen kann, weil... Kann der Innentyp da mal bitte kommen, bevor ich mir den Dicken schnappe? Jetzt kommt er, okay. Oder auch nicht. Bevor ich mir den Großen schnappe, weil die würden ja sonst enorm in den Weg kommen. Deswegen wird das jetzt wahrscheinlich ein bisschen noch eine Vorbereitung. So, mal gucken. Ah, ja, okay. Macht ein bisschen mehr Schaden auf jeden Fall. Das muss man schon sagen. So, ich denke, ich werde es wieder so machen wie die letzten Male auch. Das war knapp. Ich werde hier durchlaufen. Oh, Kacke. Okay, das letzte Mal hat er mich nicht getroffen. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Daneben. Sehe ich schon. Okay, den hat er abgewehrt. Ist auch nicht so schlimm. Der braucht viel zu lange für seinen Schlag. So. Dann nehme ich schnell den Flakon, den ich eh zusätzlich habe. Ich muss auch gucken, eventuell werde ich mir meine Flakons noch auf 10 auffüllen, indem ich das Leuchtfeuer entfache. Muss ich mal schauen, weiß ich jetzt noch nicht. Weil ich die eventuell gegen den Typen dann brauchen könnte. Muss ich mal schauen, weiß ich jetzt noch nicht. Ich habe es erstmal auf 5 gelassen. Ich habe ja theoretisch auch immer noch hier diesen Rufstein für den Sonnentypen da. Den würde ich ja auch noch benutzen. So, ich guck mal, die großen Ritter sind wahrscheinlich auch wieder da, oder? Ja, ja, es wäre auch seltsam gewesen, wenn nicht. Ich meine, die sind ja scheinbar auch eher bloß normale Gegner. Deswegen wundert mich das jetzt nicht, dass der wieder da ist, aber okay. Dann muss ich die aber da vorne in der Kathedrale oder was das da ist, wo wir dann die Glocke läuten sollen, natürlich auch eliminieren, weil... Der dreht sich aber nicht um.
muss ich die in der Kathedrale auch eliminieren, weil die mir sonst auf den Sack gehen. So. Ach, schade. Ich dachte, ich krieg so einen Mega-Angriff von hinten. Okay. Aufpassen. So, aber mit unserem neuen Krummsäbel geht das auch gleich alles viel besser hier. Weil so schwer sind die Typen ja nicht. Das habe ich schon gemerkt. Jetzt muss ich bloß... Ach, scheiße, stimmt. Die können ja trinken. Jetzt kommt bloß der blöde Speerträger dahinter noch. Das gefällt mir jetzt nicht so. So, der wäre tot. Ach, scheiße. Ich hasse... Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist etwas, was mich ungemein stört. Dass, wenn man einen besiegt hat, das Anvisieren nicht automatisch wechselt. Also, dass es nicht automatisch auf den nächsten wechselt. Das stört mich ein bisschen, weil dadurch will ich halt zurückgehen im Block, aber... dadurch, dass der nicht anvisiert ist, drehe ich ihm am Ende sogar den Rücken zu. So, und die sind ja ein bisschen nervig. Das habe ich ja schon rausgefunden. Ach Mist, ich dachte, ich kriege ihn von hinten. Ach, scheiße. Oh, ich muss echt aufpassen bei denen. Die sind halt echt ein bisschen nervig. Ich glaube, ich werde die zusätzlichen Flakons gebrauchen können. Ich glaube, ich werde das Feuer entfachen. Ich wollte hinter ihnen kommen, aber es ist halt in diesen Ecken hier äußerst schwierig, ne? Zack. Super. Ich denke, schon allein, da ich ja wahrscheinlich wirklich mir enorm viel Zeit nehmen muss, die Typen vorher zu eliminieren, werde ich mir die Flakons, die zusätzlichen, da machen, weil sonst werde ich wahrscheinlich, also gut, wenn ich gut spiele, dann brauche ich die wahrscheinlich nicht, die zusätzlichen Flakons, aber naja, gut, wenn man gut spielt, braucht man wahrscheinlich gar keine Flakons. Aber gut. Ist halt so die Sache, ne? Wenn ich jetzt schon hier zwei Flakons jedes Mal brauche, um die Typen alleine nur zu eliminieren, ist das natürlich dann nicht sonderlich hilfreich. Wenn ich dann nur noch drei Flakons oder so habe. Und nein, du wirst keinen Trank nehmen, Freundchen! Kommt hier noch einer? Ich höre irgendeinen tippeln. Ich höre irgendwas tippeln. Wo ist der denn? Könnte sein, dass der drin ist. Ich erinnere mich ja, da drin war einer, der einen gleich ein bisschen überrascht. Ich überlege, ob ich die da unten auch nochmal ausschalten soll. Aber das wären ein paar viele, glaube ich, wenn ich die alle nochmal ausschalten dürfte. So, da vorne war der dicke Schwarze. Und hier um die Ecke war ja jetzt gleich noch einer. Das weiß ich noch. Wo ist er denn? Ich will bloß nicht, dass der dicke Schwarze jetzt ankommt. Da ist er. Kommt er? Ich dachte, der tippelt gerade los. Na komm. Guck mal, hier bin ich. Jetzt kommt er. Alles klar. Na komm rum. Perfekt. Okay, ein bisschen zurück. Ich weiß nicht, wie die anderen reagieren, aber ich denke doch. Ich denke, ich werde entfachen. Sicher ist sicher. Okay, der hat zum Beispiel jetzt schon durch mein Holzschild durchschlagen können gerade. Das ist natürlich ein bisschen nervig dann, wenn die das können. Aber gut. Werde ich wahrscheinlich... Was macht er denn jetzt? Werde ich wahrscheinlich nicht ändern können. Dafür bin ich mit dem Holzschild halt wesentlich flinker. Ich könnte natürlich auch einfach mal ausweichen probieren, aber da ich jetzt natürlich in den letzten... in meiner letzten Spielzeit das so gut hingekriegt habe mit dem Blocken, werde ich wahrscheinlich jetzt auch nicht meine Taktik groß ändern. Und der scheint auch nur mit seinen ganz starken Angriffen durchzukommen. Alles klar. So, das erste Mal gegen den kämpfen da vorne wird wahrscheinlich sowieso eher so ein bisschen ausprobieren sein, wie der überhaupt funktioniert. So, am liebsten wäre mir jetzt noch, wenn du kommst, ohne dass der dicke Schwarze da hinten kommt. Perfekt. Dann hätte ich nämlich zumindest schon mal die Vorbereitungen abgeschlossen. Dass hier in der Gegend nichts mehr ist, das mich umhauen kann. Okay, der schlägt gerne mit seinem Schild zu, wie es aussieht. Und was mir geraten wurde, was ich natürlich auch bald machen werde, Ausdauerskillen auf jeden Fall. Das denke ich ja, ist wichtig, dass ich das mal mache. Okay, da sind die Vorbereitungen ja doch noch besser gegangen. Ich denke, wenn ich mich ein bisschen mehr konzentriere, komme ich ja auch mit 5 Flakons durch. So, jetzt ist die Frage, reicht mir diese Gegend hier, um zu kämpfen? Na gut, wir probieren es einfach mal. Ich würde ihn aber ganz gerne irgendwo hinlocken, wo ich im Notfall später meine Seelen zurückkriege, weil ich habe die jetzt oft halt wirklich verloren. Wow!
Ist da oben irgendwo einer? Okay. Das gefällt mir jetzt irgendwie nicht. Ich habe den nicht gesehen und ich habe keine Ahnung, ob ich da irgendwie oben hinkomme. Macht die ganze Sache jetzt nicht einfacher, wenn ich ehrlich bin. Ich kann ihn natürlich aber versuchen, irgendwie hier wieder zur Seite rauszulocken und den Kampf hier nach draußen zu tragen. Dann ist mir der da oben erstmal ziemlich egal. Stoß in den Rücken. Ja, klar, springen. Ich glaube auch. Geschafft. Naja. Nun gut, also ich weiß nicht, warum die Typen hier einen immer irgendwie in den Tod treiben wollen. Na gut, ich versuche ihn mal hier irgendwie herauszuziehen, weil ich den Vorteil dann hätte, dass ich halt auch... Ich wüsste gerne, wer da oben noch ist. Der Vorteil wäre halt, ich krieg dann meine Seelen auch zurück, ohne dass ich wieder in ihn reinrennen muss. Da sind wenigstens die gesammelten Seelen halbwegs sicher. So, dann komm mal her, Freundchen. Aber mir wurde auch übrigens so gesagt, man kann prinzipiell jeden Boss blocken. Aber... ich bin mir da nicht ganz sicher. Oh, okay, ich mach gut Schaden. Okay, muss mich nur konzentrieren. Ja, so viel zum Konzentrieren. Ja, jetzt grollst du, oder was? Oh nein! Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! Weg, weg, weg! Ich hoffe... der kommt hier nicht durch den Gang. Doch, er kommt durch, oder? Das war dann ein ganz dummer Punkt zum Kämpfen. Ich nehme mal gleich noch einen Flakon. Wie gesagt, der ist ein bisschen zum Probieren. Aber eigentlich müsste ich den ja schaffen. So. Okay, ja, jetzt ist das mit dem Rollen gleich mal ein ganz anderes Kaliber. Also das ist wirklich ein Unterschied von Tag und Nacht. Ja, aber sowas muss man halt erstmal rausfinden. Oh, shit. Komm, weg, weg, weg. Und zack. Okay, aber der ist machbar. Der scheint machbar. Ach, Mann, wenn ich nicht zu früh rolle, dann geht das auch. Ah, der scheint nur seine Angriffe von oben zu machen, hä? Alles klar. Wenn ich auf die aufpasse, sollte es eigentlich machen... okay, das war ein anderer Angriff. Ach, roll doch. Aber ich komme hier nicht durch. Das ist das Problem. Ich habe ihn jetzt ein bisschen in einer blöden... ich bin in einer blöden Situation gerade. Ist hier hinten irgendwie eine bessere Möglichkeit zum Kämpfen? Zumindest, dass ich erstmal an ihm vorbeikomme. Oder hat er keinen Bock mehr? Weil wenn er keinen Bock mehr hat, könnte ich einfach auch schon mal meine Flakons wieder auffüllen. Wobei das jetzt... okay, er kommt hier hin. Alles klar. Komm schon, wie sieh ihn an. Aber hier sollte das Kämpfen schon wesentlich besser sein. Okay, sein Schild wirkt überhaupt nicht, oder wie? Warum kämpft er so komisch? Also... jawohl. Ach Mist, jetzt bin ich zweimal gerollt. Also manchmal kriegt er beim ersten Mal B drücken. Ich weiß nicht, ob es an meinem Controller liegt. Der ist auch schon ein bisschen älter. Habe ich das Gefühl, beim ersten Mal B drücken rollt er noch nicht. Erst beim zweiten Mal. Der scheint auch hier nicht irgendwie kämpfen zu wollen. Keine Ahnung, was das ist. Okay. Und jetzt. Jawohl. Schön, wieder zweimal getroffen. Das geht eigentlich ganz gut. Ich denke, der ist machbar. Und wenn ich jetzt hier sterbe, ist halt, bis auf dass ich gestorben bin, auch nicht so schlimm. Weil ich krieg dann meine Seelen ganz easy zurück. Also außer, dass ich halt gestorben bin und halt an den Death-Counter zählt. Aber wie gesagt, das, ich hatte jetzt sowieso eigentlich geplant, dass der Kampf eher so zum... nein, Freundchen. Eher so zum Herausfinden noch ein bisschen ist, wie der funktioniert. Wobei es eigentlich momentan sogar recht gut funktioniert, was ich sagen muss. Okay. Also ich muss sagen, das mit dem Rollen... das mit dem Rollen funktioniert irgendwie nicht so perfekt. Also, ich bin mir nicht sicher, warum, aber manchmal rollt er einfach nicht. Ich weiß nicht, ob das an meinem Controller liegt. Das kann natürlich sein. Was natürlich ein bisschen kacke wäre. So, ich bin am Überlegen, wie viel Menschlichkeit habe ich, ob sich das lohnt. Das ist halt jetzt die Frage, ne? Lohnt es sich? Ich habe 4-mal Menschlichkeit, ich bräuchte halt 2-mal Menschlichkeit, um das Ding zu entfachen, dann hätte ich 10 Flakons. Aber eigentlich war der machbar. Wenn ich mich ein bisschen besser konzentriere, dann kriege ich den.
Ich glaube nicht, dass ich hier 10 Flakons brauche. Also es kann natürlich sein, dass danach noch groß jemand kommt und mich umhauen will, aber gut, ich denke mal, dass es der Schwarze ist jetzt auch so ein Typ, der nicht zu oft mehrfach kommt. Also dass der wie das Wildschwein zum Beispiel auch nicht respawnt oder so. Also bezweifle ich jetzt einfach mal. So. Den ersten. Das finde ich übrigens auch irgendwie ganz cool. Das ist jetzt, klingt ein bisschen komisch, aber das habe ich ja auch schon seit Jahren nicht mehr machen müssen. So richtig so Gegner pullen. Das ist auch wieder Dark Souls. Macht das irgendwie das erste Mal wieder, dass es sich wirklich lohnt, auch Gegner so zu pullen. Oder dass man es machen muss. Okay, diesmal muss ich ein bisschen aufpassen, dass der Typ mich nicht trifft mit seiner Scheißattacke. Okay, das kriege ich irgendwie nicht. Ich glaube fast, ich muss dann schon allein wegen... Muss ich auf 10 Flakons auffüllen? Ich weiß es nicht. Das wäre vielleicht besser, hä? Ich meine, ich habe nur... 5 sind dann doch ein bisschen wenig, finde ich. Ja, wenn man die ganze Zeit halt so 10 Flakons dann gewöhnt ist, ne, ist das dann doch wieder was anderes. Dann ist es dann doch wieder eine kleine andere Sache. Wenn man dann die ganze Zeit die 10 Flakons gewohnt ist, auch wenn es eher zufällig war, dann will man die doch die ganze Zeit benutzen, die 10 und nicht nur 5. Weil, wie gesagt, jetzt habe ich einmal, also hier rauszukommen ist halt wirklich richtig schwer, glaube ich. Aber jetzt habe ich einmal nicht richtig aufgepasst und zack ist ein Flakon weg. Da habe ich schon nur noch 4. Gerade wenn man gegen so einen Miniboss kämpft, ist das dann doch ein bisschen nervig. So, mal sehen, kriege ich den diesmal? Von hinten? Nee, okay. Ich glaube, das klappt so nicht. Okay, der ist aber auch relativ flott, muss ich sagen. Ich will eigentlich verhindern, dass der blöde Speerträger dahinter kommt, aber die machen ja eh nicht viel, ne? Trinkst du? Ach, scheiße, jetzt... Na klar, wechsel dich mit dem Speerträger ab. Das ist jetzt natürlich etwas unfair, wenn ich das mal sagen darf. Es ist etwas kacke. Aua. Das ist jetzt echt kacke, die beiden, wenn die beiden zusammenkämpfen. Ja, Schlag mit deinem... Oh, der Schildschlag zieht mir mehr Ausdauer als dein normaler Schlag. Interessant. Okay, das war's mit dem. Und jetzt kommst du, du blödes Mistvieh. Das sind die schlimmsten Gegner. Wenn man ewig wartet... Mist, warum war das jetzt zum Beispiel wieder kein Megaschlag? Ich bin noch nicht ganz dahinter gekommen, wann man die genau, was man genau machen muss für die. Aber okay, das werde ich, denke ich, auch irgendwann noch rausfinden. Also mir wurde gesagt, man muss ganz nah dahinter stehen und so, aber gut, ich werde es, denke ich, irgendwann noch rausfinden. Ich glaube, die brauche ich nicht mal theoretisch rauslocken, aber im Endeffekt sind es auch 160 Seelen für jeden und wie gesagt, so schwer sind die eigentlich nicht. Man muss halt, okay, wenn sie einen treffen, dann ziehen sie wahrscheinlich richtig, dann ziehen sie ja richtig viel, gerade jetzt mit einem etwas schlechteren Rüstungsschutz, aber insgesamt sind sie halt relativ einfach und die geben 160 Seelen und ich brauche mal wieder Seelen, weil ich muss mal ganz ehrlich sagen, mich ärgert das schon wieder, dass ich damals die Wildschwein-Seelen verloren habe. Das waren ja 750 Stück. Oh, da ist die Glocke wieder, die ich läuten muss. Das waren ja immerhin 750 Stück und an die muss ich ja auch mal irgendwann wieder rankommen. Ich meine, theoretisch könnte ich halt immer Leuchtfeuer wieder ran und so kann man ja theoretisch grinden. Also so schlimm ist es ja nicht. So, kommst du? Also man kann ja theoretisch hier in dem Spiel auch relativ gut grinden, wenn ich das mal so sagen darf. Das funktioniert ja eigentlich recht... Alter, bleib mal ruhig. Das funktioniert ja eigentlich recht gut. Ja, und jetzt ist schon wieder ein Flakon weg. Jetzt habe ich nur noch 3 gegen den. Ich glaube, ich werde die auffüllen. Das bringt nichts. Ich bin halt zu unvorsichtig gegen die Typen hier dann doch irgendwie. Es ist halt scheiße. Wenn man da nicht richtig aufpasst. Ich will jetzt aber keinen Trank nehmen, weil ich glaube, die sind da auch relativ gut, dass die genau dann in dem Moment angreifen. Der ist auch ein bisschen flinker als die anderen. Kann das sein? Ah, der blockt dafür nicht so schnell. Aber der hält auch ein bisschen mehr aus, habe ich das Gefühl. Also im Gegensatz zu den anderen. Ich mache weniger Schaden. Wie gesagt, hat er... Oh nein. Hat er schon mal die Vermutung angestellt, dass die alle so ein bisschen... Aber es scheint eher so zu sein, dass die wirklich... ja, dass es diesen einen Stärkeren hier drin gibt. So, aber ich muss aufpassen. Da oben kommt der... ist ja irgendwie noch so ein Magier. So, dann komm mal her.
Ja, hier gegen die mache ich immerhin 32 Schaden mit meinem verbesserten Krummsäbel jetzt. Das ist auch ein bisschen kacke, wenn man gegen die Tür haut. Ist es, als ob man gegen einen Block haut. Das finde ich auch ein bisschen kacke. Komm, nimm deinen Trank. Du willst einen Trank nehmen, ich sehe es. So. Warum der Schlag jetzt auch wieder, das ist halt auch noch sowas, was ich noch nicht verstanden habe, warum der Schlag jetzt 45 Schaden gemacht hat. Kein Schimmer. Gut, dann denke ich, holen wir uns den Typen wieder. Und ich schau mal, ich werde es jetzt nochmal mit 3 Flakons versuchen, aber ich bezweifle fast, dass ich mit 3 Flakons das irgendwie schaffen werde. Weil irgendwie mit dem Ausweichen, weiß nicht, irgendwie hatte ich gerade auch wieder das Problem, dass das nicht ganz so geklappt hat, wie ich mir das gehofft hatte. So, Freundchen, komm mal raus hier. Dahinter liegt doch wieder irgendein Item. Also ich würde ganz gerne hier kämpfen, wenn ich ehrlich bin. Wobei ich halt dann das Problem habe, dass ich meine Flakons nicht richtig einnehmen kann, weil ich wenig Platz habe. Okay, aber einfach Concentration, komm. Im Notfall haue ich einfach wieder ab. Und weg. Genau das meine ich. Das Ausweichen funktioniert manchmal nicht richtig. Ich habe genau in dem Moment die Scheißtaste gedrückt. Jetzt hat's geklappt. So, vielleicht muss ich einen Ticken eher drücken. Der Eingabeleck quasi. Hier schon wieder. Oh, es funktioniert. Gut, jetzt war ich, glaube ich, gestunt einfach. Durch den Schlag. Ui, der war knapp. Ich glaube, dass es halt auch sowas, so ein gewisser Eingabeleck gibt, weil eben das Spiel halt dann doch nur mit 30 Frames per Second läuft. Dass es da so einen gewissen, das ist zum Kotzen gerade, so einen gewissen Eingabeleck gibt, aber es ist halt nervig. Weil das stört dann ein bisschen. Das ist halt kacke, wenn das mit dem Ausweichen nicht richtig funktioniert. Sorry, aber das muss ich mal so sagen. Wenn man nicht im richtigen Moment ausweichen kann, ist es halt kacke, weil irgendwie, muss ich ganz ehrlich sagen, es ist ein bisschen kacke. Das Problem ist, dann bringt es mir eigentlich auch nichts, die Leuchtfeuer, also meine Flakons zu erhöhen. Das ist, ich glaube, ich mache es jetzt aber trotzdem, weil ich glaube, ohne schaffe ich es auf jeden Fall nicht. Also zweimal Menschlichkeit. Benutzen. So, jetzt bin ich menschlich, ne? Ja, genau, jetzt muss ich erstmal meine Aushöhlung umkehren. Zack, dann bin ich menschlich. Ich glaube, ich bin jetzt auch so lange menschlich, bis ich wieder sterbe, ne? Dann bin ich wieder, ja, Hollow oder wie das genannt wird hier. So. Und jetzt nochmal so ein Ding. Und dann entfachen hier. So, dann habe ich zumindest 10 von den Flakons. Und dann probiere ich es in der Folge noch einmal. Also noch einmal vollkommen on-screen, sage ich mal, mit ganzen Vorbereitungen. Und sollte es wieder nicht klappen, dann werde ich Folgendes machen. Dann werde ich erstmal, dann werde ich zur nächsten Folge wieder die ganzen Vorbereitungen off-screen machen, so wie wir es damals bei dem Taurus-Dämonen hatten. Und wir sehen uns dann jeweils immer bei dem Boss wieder, weil das wird dann, denke ich, doch ein bisschen langweilig. Weil im Endeffekt, müssen wir ganz ehrlich sagen, haben wir in der Folge gar nichts erreicht. Also wenn ich den jetzt nicht auf dem Versuch schaffe, haben wir in der Folge 0 erreicht. Weil wir haben immer nur wieder das Gleiche gemacht. Was halt schon ein bisschen kacke wäre. Aha. Der Armbrustschütze kann aber auch gut schießen, ey, muss ich mal sagen. Respekt. Respekt, mein Freund. So, meine Seelen muss ich natürlich wieder einsammeln, aber wie gesagt, deswegen versuche ich den Kampf ja auch immer möglichst nach hier draußen zu tragen. So, ich versuche jetzt mal zuerst den Armbrustschützen. So, vielleicht geht das besser, da spare ich mir, ja, da spare ich mir nämlich gleich einen von den Flakons Rufsymbol. Ach, hier kann man, ach so, so kann ich wahrscheinlich die Spieler rufen, aber wie gesagt, das hatte ich ja, ach, das kann man wahrscheinlich nur, wenn man, Entschuldigung, das war mein Handy, das kann man wahrscheinlich bloß, wenn man menschlich ist, ne, deswegen waren die vorher nie da. Das kann man wahrscheinlich nur, weil man, weil ich jetzt menschlich bin gerade. Und warum habe ich jetzt eigentlich wieder eine Menschlichkeit? Kriegt man die nach einer Weile? Scheinbar. Ich darf also nicht sterben, dann kann ich meine Menschlichkeit behalten. Und wenn ich menschlich bin, kann ich Leute zur Hilfe rufen. Gut, theoretisch würde ich das eventuell jetzt sogar machen, aber ich habe es ja ganz in der ersten Folge erklärt, das ist nicht so ganz erlaubt. Ne? Das wurde gesagt, dass ich keine
richtigen Leute als Hilfe rufen darf. Schön, diesmal hat er schneller reagiert. Liegt vielleicht daran, dass ich menschlich bin? Ich weiß nicht. Kann das sein? Dass die auf einen anders reagieren, wenn man menschlich ist? Kann vielleicht sein. Ich weiß nicht, ob menschlich ansonsten noch andere positive Auswirkungen oder sogar Nebenwirkungen haben kann. Oh, ein Schild. Ach, auf jeden Fall sehe ich jetzt nicht mehr ganz so hässlich aus, ne? Ich weiß nicht, so viel besser sehe ich auch nicht aus. So, was ist denn das für ein Schild? 4,0. Der ist aber so gut wie der Hüllen... Na gut, der ist gut wie der Hüllenschild, aber sogar schwerer. Hat aber da noch plus 4. Der hat auch plus 4. Na, ich habe ja den Hüllenschild. Also, wenn, dann würde ich wahrscheinlich den Hüllenschild benutzen. Der hält sogar auch noch ein bisschen länger. Ja, nee, aber ich lasse erstmal den Holzschild wegen der Rollmöglichkeiten. So, dann du, Kumpel, noch. Einfach nur, damit du mir nicht irgendwann aus Versehen in den Rücken fällst. Dum, 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 dum. Rechts, links, na, jetzt. Ach, schade. Ich dachte, jetzt hätte er seine Verteidigung vernachlässigt, aber hat er gar nicht. Oh, dreimal, nicht schlecht, Freundchen. Dreimal hätte ich jetzt nicht erwartet. Ey, mal wieder ein Speer. So, dann die beiden, nee, drei sind es ja da noch. Drei Typen da noch, dann haben wir zumindest die... Jetzt habe ich schon wieder ein Estus-Flakon. Die scheinen manchmal random irgendwo rumzuliegen, hä? Ist natürlich geil. Dann sollte ich, also mit 10 Estus-Flakons sollte ich es eigentlich schaffen. Ich hatte es ja bei dem einen Mal schon fast mit 4 geschafft. Ich muss mich halt nur konzentrieren und das mit dem Rollen, das muss ich halt ungemein aufpassen. Dass ich da vielleicht... Ja, ich weiß nicht, mir wurde halt gesagt, man kann theoretisch alles blocken, das glaube ich auch. Ich glaube, das Problem wird bloß sein, dass das manchmal durch die Schilder natürlich durchgeht und eventuell mir relativ viel Ausdauer abzieht. Von daher ist, denke ich mal, das Rollen schon irgendwie sinnvoller, weil das einen gewissen, immer einen gleichen, ja, eine gleiche Menge Ausdauer zieht. Wohingegen halt das Blocken auch mal richtig viel Ausdauer ziehen kann, je nachdem, was der Gegner für einen Angriff macht. Also, wenn der halt richtig mächtig ist... Was war denn das jetzt? Was wollte denn das jetzt werden, Freundchen? Wenn der Gegner halt... Oh, shit! Wenn der Gegner halt einen richtig mächtigen Angriff macht... Nein, 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 pass auf, pass auf! Okay, das war richtig dämlich. Okay, aufpassen. Nee, ernsthaft? Ich bin gegen den verreckt. Boah, war das dämlich. Okay, Leute... Ihr wisst, wie das jetzt läuft. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und, Alter, das war jetzt wieder so ein richtig dämlicher Tod. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn ich alles vorbereitet habe, die ganzen Vorbereitungen abgeschlossen habe und wir dem Boss gegenübertreten. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.